Hallo, ich bin die Carmen von Töpferbütchen und heute möchte ich euch zeigen, wie man so eine kleine Dose mit Deckel aus einem Stück drehen kann. Und los geht's. Ich habe ein Bällchen gemacht, das sind so ungefähr 900 Gramm. Tun wir wie immer erstmal zentrieren. Wenn ihr Anfänger seid und mit dem Zentrieren noch nicht so gut zurechtkommt, könnt ihr mal auf meinem Kanal schauen. Ich habe schon mal ein Video gemacht über das Zentrieren und Öffnen des Tons und wie man anfängt, so zum Zylinder hochzuziehen. Ja, läuft wunderbar rund. Geht nur ein kleines bisschen runter. Okay, jetzt öffnen wir. Und massieren noch den Boden etwas. Das mache ich so 6-7 Mal, dass uns beim Trocknen und Brennen der Boden nicht reißt. Weil der Boden wird jetzt überhaupt nicht mehr bewegt, der bleibt komplett auf der Scheibe. Die Seiten, die werden immer wieder schön hoch und runter gezogen, das wie massieren. Der Boden bleibt ja jetzt liegen. Und deswegen massieren wir den etwas, damit er auch schön geschmeidig ist. So. Okay, gehen wir mit der Geschwindigkeit runter. Und ziehen ganz normal, wie immer zum Anfang, unseren Zylinder hoch. Ein bisschen schneller. Drücken wir von außen am Anfang erstmal nur ein bisschen dagegen, dass der durch die Fliehkraft nicht gleich sich so nach außen zieht. Ich mache es nach oben hin nicht ganz so dünn, weil oben brauche ich dann noch Material, wenn wir ihn dann schließen wollen. Dann hole ich jetzt erstmal vor allem aus dem Boden.
habe ich die Höhe erreicht. Die Stärke ist auch okay. Das Wasser raus und jetzt fangen wir an oben zu schließen. Ich mache mir hier so eine kleine Kerbe rein, wo ich anfangen möchte, den Deckel zu formen, dass ich das ein bisschen finde. Gehe ich einfach hier mit dem Nagel so ein bisschen rein. Dann weiß ich, da möchte ich anfangen. Und jetzt beginne ich erstmal oben etwas zu schließen. Achte darauf, dass es immer schön feucht genug ist, sonst bleibt euch das an den Fingern kleben. So, hier gehe ich rein. Und ihr seht, es geht ganz wunderbar. Wenn außen das ein bisschen wellig wird, gehe ich mit meinem Holz, tue ich das schon mal ein bisschen glätten, weil nachher komme ich nicht mehr dran, ne, da ich das Unterteil hier schon mal so ein bisschen geglättet habe. Hier oben fahre ich jetzt schon mal ein bisschen nach innen, gebe ein bisschen Druck drauf, dass sich das immer weiter schließt. Wieder. Ich habe ja noch genug Material mir da gelassen, drücke das jetzt immer weiter ein bisschen nach innen. Immer schön langsam ergehen, sonst fängt er gleich an und wird wieder wackelig. Jetzt schließe ich immer mehr. Gehe immer mal mit dem Finger, das ist innen drin schon sehr trocken. Mehr Druck nach innen. Und somit schließe ich das immer weiter. Deshalb muss ich Material oben genug lassen, weil wenn ich das zu dünn oben mache, wird das hier ganz dünn und dann fängt das an und wird ganz wellig und dann bekomme ich oben keinen schönen Abschluss. Jetzt habe ich nicht mehr viel. Jetzt ist es ja drin noch ziemlich viel Wasser. Dafür habe ich den Teleskopstab. Den gehe ich jetzt noch mal rein und nehme das letzte Wasser noch raus. Ja, da ist einiges drin. Das mache ich wirklich so lange, bis der Schwamm von dem Teleskopstab, wenn ich den ausdrücke, dass da fast nichts mehr kommt. Ja, jetzt ist schon viel weniger. Einmal noch. Und ich denke, dann habe ich das. Jetzt achte ich natürlich auch darauf, dass ich kein Wasser mehr innen rein bekomme. Jetzt bleibe ich schön außen. Gehe immer weiter zusammen, schön langsam, mit ein bisschen Druck, nicht zu viel. So, und da ist er zu. Ich habe mir gleich so ein kleines Knörbelchen hier oben drauf gemacht. Den kann man dann noch ein bisschen rausarbeiten, dass man den Deckel dann eben so abheben kann. Aber das macht man dann ein bisschen später. Wenn man dann abdreht, kann man sich das dann richtig schön formen. So, nehme ich mein Holz. Nehme den Schlicker ab, das Wasser. Spitz machen. Ja, sehr lustig. Okay, so. Ich mache mir das jetzt schon ziemlich schön und schön glatt.
je weniger Arbeit habe ich dann nachher. So, da haben wir schon mal die erste Form. Jetzt nehme ich das Abdreheisen und mache schon mal unten auch. Alles so weit glatt. Ohren zuhalten. So, da haben wir die Form. Jetzt suchen wir uns die Stelle, wo wir den Deckel aufschneiden wollen nachher. Dafür nehme ich einfach hier so einen langen Schaschlikspieß. Ich habe hier noch so ein bisschen die Rille von vorhin, wo ich angefangen habe, das nach innen zu drücken. Die nehme ich auch, weil die gefällt mir recht gut, die Höhe. Da gehe ich jetzt dran, halte ich mal mit beiden Händen fest und drücke das hier rein. Und ich drücke das so weit rein, dass ich den Stab von oben gar nicht mehr sehe. So, jetzt ist er drinnen soweit. Das gibt nachher das Stück, wo wir einschneiden. Ein bisschen glatt machen. So, damit das innen drinnen ein bisschen zirkulieren kann, nehme ich einfach die Töpfernadel und steche hier einfach mal auf zwei Seiten Löcher ein. So, das lassen wir jetzt über Nacht trocknen und wenn es lederhart ist, drehen wir ab. Bis gleich. So, das hat jetzt über Nacht getrocknet, ist schön lederhart und dann fangen wir das an jetzt erstmal aufzuschneiden. Ich habe die Scheibe ein bisschen angefeuchtet, dann hält das doch immer ein bisschen besser. Ich tue das zwar noch befestigen, aber das ist schon mal so eine Grund, dass schon mal so ein bisschen eine Grundfestigkeit hat. Am besten immer ein bisschen älteren Ton nehmen. Ich tue mir den dann schon morgens einfach hier mal so 3-4 Würstchen rauslegen und lasse die schon mal ein bisschen fest werden, damit der, wenn der so frisch ist, sonst klebt der einem so an dem Ton fest. Und wenn der dann schon mal einen halben Tag gelegen hat und schon ja, praktisch lederhart ist, dann lässt er sich wunderbar nachher dann auch wieder ablösen. Und denkt immer dran, nach unten drücken, von oben nach unten, nicht so, sondern so, weil sonst drückt ihr euch hier Dellen in euer Werkstück. Guck mal, bombenfest, wunderbar. So, jetzt habe ich meinen Skalpell. Schön vorsichtig mit sein. Und ich habe mir das ja hier jetzt so aufgeschnitten. Aber ich tue erstmal nochmal, fällt mir jetzt ein, ich glätte erstmal von außen, solange wie das noch so schön fest drauf ist. Ich glaube, dann geht das viel leichter, als wenn das schon ab ist. So. Schon mal das Äußerliche, dann sieht das schon gleich ein bisschen schöner aus und man hat noch das ganze Stück und dann passt das alles schön zusammen nachher.
Checkrate kann man das auch noch mal ein bisschen schön glätten. Dann ist das immer richtig schön. So, finde ich das nämlich schon mal recht schön. Jetzt nehmen wir das Skalpell und ich gehe so ein bisschen schräg, so in einem 45-Grad-Winkel, gehe ich jetzt von oben hier dazwischen. Und schneide es auf. Und da haben wir ihn. So, das sieht gut aus. Das lege ich mir jetzt zum Versäubern einfach hier oben rein, kleines bisschen andrücken. Jetzt normalerweise lasse ich ja immer volle Pulle laufen, aber da wir das ja jetzt nur in den Deckel gelegt haben, mache ich das jetzt mal nicht so schnell. Hier innen versuche ich ein bisschen gegenzuhalten und einfach ein bisschen mit dem Abdreheisen. Das zu glätten. Von innen nehme ich das auch ein bisschen weg. Mache ich erstmal gar nicht so viel. Um einfach zu gucken, wie es dann auch reinpasst. Ich mache immer lieber ein bisschen weniger und mache lieber 2-3 Mal, als wenn ich das einmal zu viel mache und dann ist es natürlich doof. So. Jetzt gucke ich mal, wo es hängt. Also hängen tut es nirgendwo, sondern dass es einfach schön drauf passt. Jetzt versuche ich erstmal nochmal die Unterseite ein bisschen. Da ist es ja fest. Dann tun wir die auch noch gleich ein bisschen abdrehen. Den Deckel nehme ich noch ein bisschen ab. Wie gesagt, das passt schon vorher. Ich mag es immer nur, wenn das so richtig schön einfach aufliegt. So. Mir gefällt das so gut. Es liegt schön auf. Ja. Und damit ist das oben eigentlich das Teil schon fertig. Tue ich das Unterteil noch ein bisschen trimmen.
lässt sich das jetzt nämlich ziemlich leicht abnehmen, wenn der schon ein bisschen fester war. Wer jetzt möchte, wem hier oben das zu klein ist, da kann man jetzt noch was draufsetzen. Dann einfach ein bisschen anritzen. Aber das können wir ja mal kurz machen. Das zeige ich euch mal. Nehme ich einfach hier ein bisschen von dem Ton. So, ritze ich einfach ein bisschen an. Nehme ich hier ein bisschen Schlicker raus. Ich nehme frischen Ton, der ist mir schon zu trocken. So, nehme ich einfach ein Stückchen Ton. Höhle ich ein bisschen aus, setze das drüben. So, ziehe das drauf. Und jetzt kann ich mir das formen. Weil dann kann man den besser abnehmen. Der eine war ein bisschen zu klein, der schon drauf war. So, da kann man sich das jetzt formen, wie man möchte. Ich mache das meistens hier so ein bisschen dünner, oben ein bisschen drücken. So, dann hat man das so und dann kann man das so abnehmen nachher. Ein bisschen angenehmere Handhabung. Mache hier oben noch ein kleines Löchelchen rein. So. Deckel nehme ich jetzt ab. Den lassen wir gerade stehen. Jetzt nehme ich mir das mal in die Hand. Hier unten sieht man jetzt noch so ein bisschen. Das machen wir jetzt noch einfach mit dem Schwamm ein bisschen glatt. Die Krümel hier drinnen, die lasse ich jetzt einfach erstmal drinnen liegen. Das kann trocknen, dann kann man das nachher schön ausschütten. Und ich lasse das zusammen trocknen. Ich stelle das schön so hin. Und ja, wenn es in Sprühbrand geht, auch ineinander stellen, also so in Sprühbrand geben, dann tut sich die Form nicht, wenn die sich verzieht, dann verzieht sich der Deckel, sage ich mal, genauso wenig wie das Unterteil. Dann kann das nirgendwo anders hin, dann bleibt das genauso, wie ihr das jetzt habt. So, das war unsere Dose mit integriertem Deckel gleich. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht auch mal bei Instagram bei mir vorbeischaut. Da seht ihr meine ganzen Sachen, die ich so mache. Und ja, findet ihr mich auch unter Töpferbütchen mit OE und UE. Danke fürs Schauen. Tschüss.